Jetzt guckt euch das mal an. Richtig blauer Himmel, Frühling. So, mich hat heute spontan die Laune gepackt auf den Fitness-Rack, die Klimmzugstation. Übrigens ist das Auto jetzt sauber. Bester Beifahrer. Und ich weiß ja, dass das auch ein paar Trainer gucken hier. Aber das ist auch für den einen oder anderen Trainierenden interessant. Ich werde hier das Ding mal so ein bisschen vorstellen, ein bisschen die Vorteile und Nachteile erklären, gegeneinander aufwiegen und so weiter. Aber das mache ich gleich alles, wenn ihr das seht, sonst macht das nicht so viel Sinn. Wetter ist übrigens fantastisch. Hallo. So, pass auf, wir bauen jetzt zuerst hier die Station auf. Das sind die Teile, das hat jetzt 20 Sekunden gedauert, die auszupacken. Den Kollegen lange nicht mehr zusammengebaut, mal gucken, wie gut das jetzt klappt. So. 2,5 Minuten gedauert, wenn alle Handgriffe sitzen, unter 2 Minuten auf jeden Fall. Jetzt muss man noch mit den kleinen Kollegen das einmal befestigen. Das sind so, was weiß ich, wie man das nennt. So wie es jetzt steht, könnte man zum Beispiel Dips machen. Natürlich auch so hoch. Oder man macht so, ja, so weit wie Klimmzüge, aber im Sitzen. Ich zeige euch. So, ran. Oh. Also das ist ein ganz guter Slingtrainer-Ersatz, wenn man in einer anderen Location keine Möglichkeit hat, Slingtrainer aufzuhängen. Dauert natürlich ein bisschen länger, um aufzubauen, ist klar. Aber es sieht ganz fancy aus. Also von außen für vorbeilaufende Menschen. Die beiden da hinten zum Beispiel, ja, da gucken sie. Die sind schon interessiert. Das macht doch auch was aus. Achso, und dann natürlich die normalen Klimmzüge. Und dazu einfach, ist auch überhaupt nicht schwer. So, und da kann man sich dranhängen. Vorab, das wird wackeln, aber es fällt nicht um. Ich mache hier jetzt mal schwungvoll. Ich weiß nicht, stabil würde ich nicht sagen, aber es hält halt. Und man kann Superbands dranhängen. Ja, guck mal, wisst ihr, was ich meine? Das sieht schon ganz cool aus, ne? Tasche hier noch wegräumen. Boah, wie eine Währung. Schön. Ich weiß gar nicht, was das wiegt. Muss ich gleich mal nachgucken. Zack. Bin ich der größte Fan davon? Nein. Ist das nötig? Braucht man das in einem Bootcamp? Nein, braucht man nicht. Wenn man einen Slingtrainer hat, kann man da auch ganz gut drauf ausweichen. Sieht's fancy aus? Ja, schon. Sorgt für Aufmerksamkeit. Ist das schon mal umgekippt, als ich im Warm-Up Slingtrainer drangehängt habe und eine Übung vorgemacht habe? Vielleicht hat's weh, eher nicht. Kostet, glaube ich, irgendwie so 80 Euro oder so habe ich dafür bezahlt. Ich glaube, regulär aber 115. Auf jeden Fall kriegt ihr mit dem Code TIMON20 20% im Online-Shop. Nein, den Code gibt es natürlich nicht wirklich. Das Wetter ist natürlich fantastisch. Macht mit meinem Test, was ihr wollt. Also.